Patrick, wir wollen zusammen auf die Sonne fliegen. Oh, das wird schwer, glaube ich, oder? Auf die Sonne fliegen, das ist riskant, glaube ich. Da spielst du mit deinem Leben so ein bisschen. Boah, krass. Macht's bei Nacht, dann ist es nicht so heiß. Stimmt, man kann ja eigentlich auf die Sonne fliegen. Man muss nur warten, bis Nacht ist und dann kann man ein paar Stunden oben bleiben. Und wenn wieder Tag wird, dann sollte man wieder runtergehen, weil dann ist tagsüber da auf jeden Fall brandheiße Stimmung. Nachts aber, nachts scheint die Sonne ja nicht. Da kann man einfach hochfliegen, ohne Scheiß. Damit ganz herzlich willkommen zu Materia und Peter Fox, Sekundenschlaf. Bin sehr gespannt drauf. 3 Minuten 38. Like, kennt, support, das Kamort, das ganze Ding ist 9 Jahre alt. 6,6 Millionen Aufrufe, holy shit. Habt euch unglaublich oft gewünscht, wir checken gerade viel Peter Fox ab oder haben viel Peter Fox abgecheckt. Leider gibt es ja nicht so viel von Peter Fox als einzelne Person. Wir checken jetzt viel Materie ab, wir checken aber auch gerade viel Seed ab. Also, ne, gerade unglaublich viel alter Content, so Nostalgie-Content. Aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf und ihr feiert das auch krass. Ihr klickt die Videos, ihr kommentiert die Videos. Danke, danke, danke dafür auf jeden Fall. Jetzt Sekundenschlaf. Materia und Peter Fox. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. 9 Jahre alt das Ding. Holy shit, Abfahrt. Tick, tack, tick, tack. Zeit ist knapp. Du bist gehetzt, weil die Uhr dir Beine macht. Auch direkt wieder. Du bist gehetzt, weil die Uhr dir Beine macht. Auch dieser die Pause hier. Weil die Uhr dir Beine macht. Diese Betonung, die Pause, nice, sag ich so, wie es ist. Tag, Zeit ist knapp, du bist gehetzt, weil die Uhr dir Beine macht. Halt nicht fest, sieh nicht. Das müsste Stuttgart fast sein, oder? Hin, wenn dir Sand durch die Finger rinnt. Auch hier wieder, wenn dir Sand durch die Finger rinnt. Digga, er rappt es. Er hat da so einen ganz eigenen Vibe irgendwie direkt drauf, ne? Er sagt auch Tick, Tack, Tick, Tack. Und im Hintergrund haben wir so eine Art Zeiger-Sound, kann man das sagen. Bei so alten Uhren, wenn so in der Mitte dieser Schwinger hin und her schwingt, keine Ahnung, wie dieses Ding heißt, macht es auch immer so Glock, Glock, Glock. War bei meiner Uhr immer zum Beispiel so. Hier ist es einfach ein bisschen tiefer gepitcht, vom linken aufs rechte Ohr gepannt. Gibt einen ganz coolen Vibe so. Fess sie nicht hin, wenn dir Sand durch die Finger rinnt, denn jeder Fluss fließt ins Meer. Lass los, kein Grund, dich zu wehren. Oh, das ist voll so. Also Sekundenschlaf trifft den Vibe schon sehr, sehr genau gerade die ersten 24 Sekunden. Ohne Scheiß. Ist auch so ein Ding, da kannst du die Augen zumachen und zu einschlafen. Ohne Scheiß. Wird wahrscheinlich noch im Laufe der Songs, gerade auch in der Hook, ein bisschen mehr aufgehen. Vielleicht mit ein paar Drums. Aber ich fühle diesen Vibe jetzt direkt auch hier schon sehr krass so. Fließt ins Meer, lass los, kein Grund, dich zu wehren. Alles glitzert im hellen Licht. Auch wie er das betont, seine Betonung macht hier voll viel aus. Alles glitzert im hellen Licht. Wisst ihr, ich meine? Was ist denn das für eine Sprache? Vielleicht ist es ja doch nicht Stuttgart, aber kommt mir voll bekannt vor. Müsste eigentlich fast Stuttgart sein. Aber das habe ich noch nie gelesen hier, holy shit. Grund, dich zu wehren. Alles glitzert im hellen Licht. Nimm die Welle mit, bis die Welle bricht. Hier. Nimm die Welle mit, bis die Welle bricht. Hier geht auch ein bisschen runter mit dem Ton, eigentlich auch ganz nice. Also gerade noch die ersten Zeilen catchen schon wieder direkt. Ist so ein wirklich sehr, sehr laid back, ein sehr, sehr ruhiger Vibe. Auch so vielleicht ein bisschen nachdenklicher Vibe. Gerade mit diesem Pendel oder mit dem Schwinger, mit diesem Schwinger-Sound, wisst ihr, ich meine so. Das, wo tief gepitcht ist, vom linken aufs rechte Ohr. Gibt es eigentlich einen ganz, ganz coolen Vibe, der dich halt so vorantreibt irgendwie so ein bisschen, ne? Der, weiß nicht. Es ist so sehr, sehr frei, das Lied jetzt schon. Glitzert im Hellenlicht. Nimm die Welle mit, bis die Welle bricht. Tick, tack, tick, tack. Zeit ist knapp. Du fühlst dich jung, doch das Leben hat dich alt gemacht. Du merkst es jedes Jahr zu Silvester. Tut mir leid, du bist ein Teil der Jugend von gestern. Ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, wie jetzt auf einmal ganz andere Elemente reinkommen, sich der Vibe jetzt gefühlt vom Anfang komplett ändert. Also wir gehen jetzt gefühlt rein nur vom Vibe her in eine komplett andere Richtung, obwohl einfach nur ein paar härtere Elemente mit reinkommen. Ne? So eine relativ harte, dreckige Bassline kommt rein. Dazu kommen so Streicher rein oder sowas. Du siehst vor lauter Kerzen. Dieses Bum, 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 ne? Gibt voll diesen dreckigen, düsteren Vibe irgendwie. Dazu jetzt noch Materias relativ tiefe Stimme so. Passt halt schon gut rein, obwohl es halt rein vom Anfang her in eine komplett andere Richtung geht, soundtechnisch. Tut mir leid, du bist ein Teil der Jugend von gestern. Du siehst vor lauter Kerzen den Kuchen nicht mehr. Willst raus in die Natur und endlich Ruhe vor dem Lärm. Jetzt wohnst du im Reihenhaus, denn du bist willenlos. Die wilde Zeit vorbei, die Augen klein, die Brille groß. Die Augen klein, die Brille groß. Sagt der willenlos oder willenlos? Haus, denn du bist willenlos. Die Oh, auch nice, warte mal. Auch nice. Im Lärm. Jetzt wohnst du im Reihenhaus, denn du bist willenlos.
Auch nice. Boah, Digga, das ist eine richtig gute Zeile eigentlich. Jetzt lebst du im Reihenhaus, denn du bist willenlos. Reihenhäuser implizieren irgendwo immer so ein bisschen Mittelschicht, irgendwie jetzt kein eigenen Willen. Du lebst nach Schema F, so ein bisschen 9 to 5, dies, das, wie ich meine so. Gleichzeitig kannst du aber auch den willenlos auf die Villa eben beziehen. Wie ich meine, auf ein großes Haus, wo irgendwo allein steht. Das ist schon richtig eine gute Doppeldeutigkeit einfach. Willenlos, keine Villa, sondern im Reihenhaus, aber auch dein Wille ist weg. Du lebst nur 9 to 5 und ne, arbeitest halt quasi zum Überleben so. Du hast keinen eigenen Willen wirklich. Das ist eine gute Zeile, die ganz, ganz schnell untergehen kann eigentlich, die du gar nicht so auf dem Schirm hast direkt. Die wilde Zeit vorbei, die Augen klein, die Brille groß. Es dauert schon, bis es vorbei ist. Doch man ist nicht so alt, wie man sich fühlt, sondern so alt, wie man alt ist. Materia, Dichter und Denker. Der Mann ist uns ein paar Jahre voraus, wusste ich von Anfang an schon. Man ist nicht so alt, wie man sich fühlt, sondern so alt, wie man alt ist, Chat. Hätte man auch so wissen müssen, ohne Scheiß. Weiß, doch man ist nicht so alt, wie man sich fühlt, sondern so alt, wie man alt ist. Wenn du jung bist, denkst du, dass du alles vor dir hast. Auf 20, vor 30, auf 30, das, was dir Sorgen macht. Zeit geht schon schnell vorbei. Egal wie du es siehst, egal wie du es drehst, Zeit geht relativ zügig vorbei, ohne Scheiß. Das Schlimme halt daran ist so, am Anfang hast du Zeit und Energie, kein Geld. So in deinen 30ern hast du auf einmal Geld, Energie, aber keine Zeit. Und so wenn du dann in Rente bist, hast du Geld und Zeit, aber keine Energie mehr. Egal wie du es drehst und wendest, dir fehlt immer so eine Komponente. Wie soll ich meinen, die Komponente zum Glück. Ich denke mal, Glück besteht auch ganz, ganz stark darin, sich mit dem zufrieden zu geben, was du hast und vielleicht auch mal Kompromisse einzugehen vielleicht. Dass du alles vor dir hast, auf 20, vor 30, auf 30, das, was dir Sorgen macht. Einmal durchatmen und du vergisst die Zeit. Einmal nicht aufgepasst da draußen und es ist vorbei. Denn jetzt vergeht das Leben im Sekundenschlaf. Du zählst die Tage bis zur nächsten Rundenzahl. Guck mal, auch dieser Tick-Tack, nicht dieser Tick-Tack-Sound, aber dieser Schwinger-Sound, ne? Dieses Glock, 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 spielt die ganze Zeit mit, auch durch seinen ganzen Part. Hört mal aufs linke und aufs rechte Ohr, hört es am besten nicht übers Handy, da hört ihr es nicht raus wirklich. Hört es über Kopfhörer oder hört es über eine gescheite Anlage so. Dieser Schwinger-Sound ist wirklich durchgehend, auch jetzt hier am Anfang im Intro schon drin gewesen, wo wir Peter Fox gehört haben, aber auch jetzt hier in seinem Part war der durchgehend drin. Du machst Diäten und gehst pumpen, doch die Zeit heilt keine Wunden, weil die Zeit sich vor die Hunde warf. Tick-Tack, Tick-Tack, Zeit ist knapp. Du bist gehetzt, weil die Uhr dir Beine macht. Ist schon nice direkt, auch wie Peter Fox kommt relativ trocken rein, ne? Ohne irgendwie Break, ohne irgendwie einen Riser oder sowas. Aber dieses Tick-Tack, Tick-Tack. Und wenn du auf das Sound, wenn du diesen Schwinger-Sound dazu noch im Ohr hast, gibt es einen ganz, ganz coolen, runden Vibe, ohne Scheiß. Zeit heilt keine Wunden, weil die Zeit sich vor die Hunde warf. Tick-Tack, Tick-Tack, Zeit ist knapp. Du bist gehetzt, weil die Uhr dir Beine macht. Halt nicht fest, sieh nicht hin, wenn dir Sand durch die Finger rinnt. Auch dieses Halt nicht fest, zieh nicht hin. Das ist einfach gut, nice geflowt, Digga. Richtig krass, wie Arsch auf einmal passt es. Fest, zieh nicht hin, wenn dir Sand durch die Finger rinnt. Denn jeder Fluss fließt ins Meer. Lass los, kein Grund, dich zu wehren. Alles glitzert im Helllicht. Nimm die Welle mit, bis die Welle bricht. Nimm die Welle mit, bis die Welle bricht. Digga, ich finde also die Hook, auch wenn er jetzt wirklich jetzt nicht viel Anteil hatte bis jetzt Peter Fox, außer die Hook eben, ich finde die Hook geht schon krass ins Ohr. Gerade auch dieser Umbruch, dieser wirklich radikale Umbruch im Sound zwischen Hook und Part, gibt dem ganzen Song wieder so einen ganz, ganz krassen Touch irgendwie. Wir hatten davor, glaube ich, Dancehall Caballeros und Dickes B auf jeden Fall abgecheckt. Reaktion ist online, könnt ihr gerne abchecken. Da ging der Sound auch immer relativ monoton nach vorne. Da war aber auch Peter Fox seine Stimme genauso monoton wie der Beat. Da ging einfach der Schob nach vorne bis die Welle untergeht, ohne Scheiß. Hier haben wir halt wieder diese melodische Komponente drin, die in der Hook halt von Peter Fox wirklich gut umgesetzt wurde, also richtig gut. Wach auf aus deinem Winterschlaf, 10 Jahre bunt verpackt in einen Wimpernschlag. Oh, auch nice, 10 Jahre bunt verpackt in einem Wimpernschlag. Digga, das ist auch nice geflowt. Wach auf aus deinem Winterschlaf, 10 Jahre bunt verpackt in einen Wimpernschlag. Die Erfolge an der Wand in vergoldeten Rahmen. Plötzlich schiebt dich ein Zivi in einem Rollstuhl durch den Park. Digga. Auch böse Lyrik so ein bisschen. Also diese Highlight-Zeile ist auf jeden Fall dieser Willenlos-Bit quasi. Einmal auf Willenlos und Willenlos. Das ist auf jeden Fall so meine Highlight-Zeile bis jetzt. Aber auch hier wirklich eine tiefe Zeile. Auch wie er diesen langsamen Flow komplett durchzieht vom ersten in den zweiten Part. Ist auch nice. Den vergoldeten Rahmen. Plötzlich schiebt dich ein Zivi in einem Rollstuhl durch den Park.
wenn's so weit ist, dass deine Haut verschrumpelt. Guck mal, auch hier wieder. Wenn's so weit ist, dass deine Haut verschrumpelt. Auch immer ganz, ganz gleich, leichte melodische Elemente drin. Wenn's so weit ist. Hier in einem Rollstuhl durch den Park. Wenn's so weit ist, dass deine Haut verschrumpelt, dein Körper übersät wird mit kleinen braunen Punkten, mach dir keine Sorgen. Auch wenn du planlos durch deinen Garten rennst, Gespenster siehst und deine Tochter Petra plötzlich Lara nennst. Mach dir keine Sorgen, Digga. Ist normal, gehört dazu. Nein, Spaß. Er zielt da vielleicht auch ein bisschen so auf gerade auf die Demenz ab und auf Alzheimer und so weiter. Und das ist for real kein Spaß. Also mein Opa hatte bis zu seinem Tod Alzheimer. Und es hat sich bei ihm extrem, extrem lang gezogen. Also ich kenne Leute, beziehungsweise meine Omi erzählt mir halt immer so, meine Omi ist connected bis ganz nach oben. Also die kennt wirklich alle, die kennt aus unserem Dorf jeden und jeden, der stirbt so. Und da sagt sie mir auch immer, ja, der hatte jetzt Alzheimer 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang. Bei meinem Opa hat sie es halt teilweise schon wirklich, wirklich extrem, extrem lang gezogen. Und da hat man halt auch schon gesehen, was sowas mit einem machen kann. Ohne Scheiß. Nicht nur, dass du jetzt die Namen verwechselst oder die Namen nicht mehr kennst, aber du kannst halt irgendwann auch nicht mehr alleine laufen so, alleine essen. Du musst gepflegt werden, dies, das. Wisst ihr, ich meine? So, das ist ganz, ganz krass. Ohne Scheiß. Meine Oma hat meinen Opa dann bis zum Schluss gepflegt. Also der ist jetzt nie irgendwie in so einem, in Altenheim oder so gekommen. Einfach, weil wir da schon so ein bisschen schlechte Sachen gehört haben. So. Man darf es auch gar nicht pauschalisieren so. Die machen auch, die Pflegerinnen haben einen unglaublich harten Job und die versuchen da bestimmt auch ihr Bestes so. Aber gerade mit einem Fall wie bei meinem Opa, wäre das auf jeden Fall schon eine richtig, richtig harte Mammutaufgabe gewesen. Meine Omi hat ihn bis zum Schluss gepflegt so. Ich will nicht sagen, dass er ein schönes Ableben hatte, weil er hatte es nicht. Er konnte nichts mehr machen, gar nichts. Aber ich denke mal, wir haben es ihm so schön wie möglich gestaltet, so kann man das, glaube ich, sagen, oder? Genieß dein Leben, tanz zufrieden in dein Grab hinein. Jede Oma in Berlin hat ein Arschgeweih. Ich weiß, du hast noch so viel vor. Doch langsam hörst du dieses Ticken in deinem Ohr. Boah, das macht dich auch, glaub, verrückt, ne? Wie gesagt, bei meiner Oma war auch immer diese, so eine alte Uhr, so eine alte Holzuhr, die so 3 Meter hoch war, mit so einem Schwinger, mit so einem Pendel in der Mitte, die auch die ganze Zeit Tick-Tack, Tick-Tack gemacht hat. Geht die auf den Zeiger, wortwörtlich. Tick-Tack, Tick-Tack, Zeit ist knapp, du bist gehetzt, weil die... Das müsste Stuttgart sein. Locker. Sieht aus wie Mediamarkt Stuttgart. Uhr dir Beine macht. Halt nicht fest, sieh nicht hin, wenn dir Sand durch die Finger rinnt. Denn jeder Fluss fließt ins Meer. Lass los, kein Grund, dich zu wehren. Alles glitt. Richtig schöne Nummer, richtig schön. Glitzert im hellen Licht. Glitzert im hellen Licht. Guck mal, hier geht er melodisch hoch. Glitze, alles glitzert im hellen Licht. Nice. Nimm die Welle mit, bis die Welle. Auch voll träumerischer Beat irgendwie, ne? Wir haben so Pads gelayert, wir haben so einen leichten Chor, relativ subtil im Hintergrund, der ab und zu immer wieder vorkommt, so relativ träumerischer Beat, auch der zu diesem Titel Sekundenschlaf und durch diese, zu dieser ganzen Thematik, die behandelt wurde in dem Song, richtig gut passt, ohne Scheiß. Wie Arsch auf Eimer. Sehr schön. War eine schöne, schöne, runde Nummer. Sehr schön. Wie schon gesagt, wir checken weiterhin Materie-Sachen ab, weiterhin Seed-Sachen auch. Also schreibt mir da weitere Songs in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende schon, weil ich denke mal, das Video geht am Wochenende online. Wenn ihr dieses Video seht, ist am gleichen Tag noch mein Video online gekommen. Wochenende versuche ich immer irgendwie Double-Uploads zu bringen. Gerade wenn ich am Wochenende ein bisschen mehr Zeit habe, wie dieses Wochenende. Samstag und Sonntag, das heißt morgen wahrscheinlich oder gestern, was weiß ich, gab es auf jeden Fall auch ein Double-Upload. Checkt die auf jeden Fall gerne ab. Ich wünsche euch was und bleibt gesund.